the black lines. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 13 im Spielermodus. Heute spielen wir gegen Ezeta City in einem Capital One Cup Spiel im Town Park. Natürlich bin ich auch heute mal wieder dabei auf dem Spielfeld und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ja heute enden wird, ob es eine Niederlage sein wird oder ein Sieg. Ich entscheide das zum Teil, aber natürlich auch die anderen Spieler. Ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal rein. Wir werden ja sehen, wie das Ganze endet. Ich tippe mal dezent auf ein 2:1 heute, aber da kann sich natürlich alles noch was ändern und das werden wir jetzt sehen. So, überspringen wir mal das Unwichtige und ich habe Anstoß, das ist ganz toll und den habe ich gemacht. Jetzt geht's los, 90 Minuten hier im Capital One Cup Game im Town Park, 20 Uhr, schönes Wetter. Gute Laune und wir sind übrigens in Lila, nicht die schönste Farbe, aber damit müssen wir jetzt eben auskommen. Jetzt hat Lee den Ball und jetzt hat, keine Ahnung wer den Ball, Sercomp hat jetzt den Ball. Dirty, go, offline. So, jetzt hat Barnett kurz den Ball gehabt und... Das erste Tor ist gefallen von Ezeta City durch Go in der 5. Minute. Normalerweise ist es ja immer meine Aufgabe, so früh ein Tor zu schießen. Da kann auch mit meinem Job! Nein, aber es ist ja noch alles offen. Sind ja gerade erstmal 5 Minuten gespielt. Und solange das jetzt nicht andauernd passiert, dass wir Tore kassieren, ist das ja alles okay. Jetzt hat Fortune den Ball, der zu Warren. Ach, der ist ja auch mal wieder dabei, das ist ja schön. So, jetzt ist Kebba da, aber ich befürchte, wir müssen flanken, das tun wir auch. Aber Krysiak hat den Ball präzise in den Händen. Er wird hochgeschossen und wo geht der Ball hin? Er geht zu keinem Barnett-Spieler, sondern jetzt zu Sercomp, nachdem der Ball gepasst wurde. Offline, ein Kopfball, aber schön abgefangen, Lee. Fuller. Wieder zu Lee. Sie müssen natürlich aufpassen, sie wissen nicht, wie die Mannschaft, wie der Verein hier ist. Oh, da ist DJ Deadman, aber der kommt nicht an den Ball ran, das kannst du vergessen. Offline, Sercomp. Irgendwo hier muss doch die Möglichkeit bestehen, dass die Abwehr ein bisschen aufpasst und nicht so schnarcht. Jetzt hat Lee den Ball. Beziehungsweise er hat ihn noch nicht. Jetzt hat er ihn. Der flankt. Aber das war nicht gut genug. Das war nicht gut genug. Doch, jetzt war es gut genug. Kebba in der 15. Minute. Jetzt ist alles wieder offen. 1:1. Und das ist mein Jubel. Kebba, das ist mein Jubel. Den hast du mir gerade geklaut. Ihr habt gesehen, er hat mir gerade meinen Torjubel geklaut. Aber das soll mir jetzt richtig geil sein. 1:1, das ist hier das Wichtigste. Ich habe das Tor gar nicht so richtig realisiert. Beziehungsweise gar nicht so richtig gesehen, weil das kam recht unerwartet, würde ich sagen. Aber egal. Und jetzt leckt es gerade mal für einen kurzen Moment. Aber ihr kennt das ja. Ist immer so für circa eine Minute oder 30 Sekunden. Jetzt hat sich's wieder berückt. Pass, pass, pass! Nein! Ah, okay, das ist das Ärgerliche dabei. Wenn man gerade so gut dran ist. Gambin, das ist auch ein neuer Spieler. Und es gibt Ecke. Aber egal, es gibt ja noch viele Chancen. Sind gerade erstmal fast 20 Minuten gespielt. Beim 1:1 ist das ja noch recht zu verstehen. Er kann gut halten und... Ich stand im Abseits. Ja. Ist Abseits gewesen. Das haben wir alle gesehen. Von daher passt es schon. 20 Minuten gleich. 1:1 immer noch. Ah, da war ich. Aber die sind schnell. Davis. Davis lässt sich nicht einschüchtern. Hier zu Gulliam Bautzer. Oder Bowser.
Okay, das wäre ein bisschen komisch, wenn er Bowser hieß. Ihr wisst warum. Robin. Gambin. Wo schießt er hin? Zu Kebba, aber jetzt hat wieder Access Side City den Ball. Oder wie hießen die nochmal? Moment, ich schau mal. Xeta City, ja, dann ebenso. Jetzt hat Go den Ball bekommen sollen, aber nix da. Stack jetzt zu Stevens, aber noch gerade so. Warren zu Kebba, aber der ist ein bisschen weit vom Tor entfernt. Der sollte vielleicht eventuell flanken. Hätte er die Möglichkeit? Er hat die Möglichkeit, aber er hat den Ball nicht richtig bekommen. Oh, wie weit ging denn der Ball, bitteschön? Also, da muss man mehr Zielwasser trinken, damit das funktioniert. So, wer hat den Ball jetzt? Bowser, offline. Doherty. Go. Und wieder dieses typische Problem, dass es sich kurz hier aufhängt. Aber damit müssen wir leben. Das ist für einen kurzen Moment mal. So, jetzt geht der Ball hoch und jetzt hat Kebba den Ball, aber der sollte auch passen. Ja, jetzt ist er frei, jetzt ist er frei. Jetzt hätte er die Chance, ein Tor zu schießen. Aber der Torwart macht ihn da einen... er macht ihn da nicht einen Strich durch die Rechnung. Aber er hat ihn ein bisschen, ja, Angst gemacht, ein bisschen bedrängt eventuell. Und somit ging der Ball ein bisschen weit weg vom Tor über die Linie ins Aus. Somit keine Gefahr. Und jetzt hat wieder Exeter City den Ball offline. Da ging Sekombe. Oder Sekombe kurz auf den Boden. Jetzt Bowser. Der verliert den Ball an Fortune. Der zu Gambin. Und da geht mal eben Gambin fliegen. Offline. Und jetzt ist der zu Boden gegangen. Die legen sich alle auf die Fresse. Haben sich ein Beispiel an Balotelli genommen. So, jetzt hat Stevens den Ball. Lee. Man merkt aber auch so ein bisschen, dass sie sich noch nicht wirklich mit der Mannschaft beschäftigt haben. Also mit der Gegenmannschaft natürlich. Teilweise sind da Punkte und Momente drin. Da wirkt so ein bisschen Unsicherheit drin. Da wissen sie nicht, was sollen sie jetzt tun. Das war allerdings schlau. Offline in der 38. Minute mit dem 2:1. Aber ich habe nicht die Form von 2:1 gemeint, sondern die Form 2:1 für Barnett. Aber gut, es ist noch alles offen. Ist ja erst die erste Hälfte hier. Aber trotzdem, das lässt natürlich ein bisschen zu denken übrig. Woran hat es gelegen? Das ist ganz klar an der mangelnden Abwehrarbeit. Die Abwehr hat ein bisschen gepennt. Der Torwart muss dazu sehen, dass er das alleine macht. Und so gewinnt man natürlich keine Fußballspiele hier. Aber vielleicht braucht das noch so ein bisschen, bis sie richtig wachgerüttelt werden. Aber das sollte dann auch nicht zu lange dauern. In der zweiten Hälfte sollte das dann schon passieren. Und dieser Torwart, der ist einfach unglaublich. Der faustet oder fäustet den Ball vielmehr, ja, ins Aus. Somit gibt es Ecke, aber Edgar, der war ein bisschen flach gewesen. DJ Deadman hat den Ball damit verloren. Und jetzt hat Lee den Ball. Aber Julian Bowser. Amankwa hat jetzt den Ball. Sekomp. Der lässt sich hier nicht einschüchtern. Und Go hat jetzt den Ball. Offline. Go und offline. Das sind jetzt so zwei Spieler. Da sollte man aufpassen auf den beiden. Weil die können durchaus nochmal gefährlich werden. Eine Minute Nachspielzeit. Hier wird so schnell nichts mehr passieren in der ersten Hälfte. Von daher, das wird alles jetzt ruhig angehen. Jetzt hat Stack den Ball. Der passt zu Edgar. Und jetzt gleich sollte es eigentlich den Pfiff geben zur Pause. Da ist er auch schon. Und 2:1 für Exeter City gegen Barnett. Da merkt man deutlich, Exeter City war in der ersten Hälfte deutlich besser dran, und hier sehen wir auch die ganzen anderen Ergebnisse, aber die dürften uns eigentlich nicht interessieren. Jetzt geht's in die zweite Hälfte und Exeter City hat das Spiel angestoßen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Abwehr ein bisschen präziser ist, ob die Worte des Trainers von Barnett hier Wirkung gezeigt haben. Ja, Kebba macht es auf jeden Fall schon mal gut und
ging hier richtig weit nach vorne, aber Krysiak, der hat den erst gefäustet, dann kam Kerber nochmal mit der Schulter, aber auch das hat nichts geholfen. Aber es war schon mal ein guter Ansatz, hier eventuell doch noch ein Tor zu machen, aber es muss natürlich mehr werden als nur ein Ansatz. Man muss sehen, dass die wirklich noch ein Tor haben wollen. So, jetzt ist Nurse ganz vorne. Der sollte mal passen und das tut er auch, aber dieser Torwart, der ist echt unglaublich. Der hält ja alles. Okay, außer das eine Tor, aber darüber kann man ihn wegsehen. Der Torwart ist echt brillant. Jetzt hat Julian Bauser den Ball. Kommt ja schon fast in den 16-Meter-Bereich. Und offline, der gefährliche Spieler hier in der 52. Minute mit dem 3:1. Jetzt wird es ja doch langsam ein wenig knapp für Barnett. Da ist natürlich die Frage... Was hat der Trainer denen bitte schon gesagt? Oder haben die da überhaupt nicht zugehört? Tja. Mangelnde Abwehrarbeit, wie ich eben schon gesagt habe. Und so kann das natürlich nichts werden. Jetzt hat Lee den Ball. Lee, der versucht hier an ein Tor ranzukommen. Und das schafft er auch. 54. Minute zum 3:2. Jetzt ist natürlich die Frage, kann hier noch ein drittes Tor kommen? Wenn das passiert, dann ist alles wieder drin. Jetzt kommt aber erstmal Brian für Lee. Sie wollen natürlich hier noch ein drittes Tor haben, damit alles wieder offen ist. Und da soll Brian ein bisschen helfen. Lee hat natürlich gut gespielt. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Der verdient natürlich dann auch seine Pause auf der Bank. Darf gleich duschen gehen. Noch ein paar saftige Worte an den Spieler. Gibt es von Trainer natürlich auch. Aber das alles erst später. Jetzt kümmern wir uns hier weiter um das Spiel. Und das darf nicht wahr sein. Julian Bauser in der 58. Minute mit dem 4:2. Also langsam habe ich das Gefühl, als ob die Mannschaft hier auseinanderfällt. Und das ist echt unglaublich. 4:2. Barnett, was ist da los, bitteschön? So langsam mache ich mir echt Sorgen, was da mit der Abwehr los ist von Barnett. Und die Frage für mich, können sie jetzt überhaupt noch hier etwas für sich entscheiden? Hier ist DJ Deadman, aber dem bringt es auch nichts, wenn er den Ball hat. Denn es steht 4:2 nach 60 Minuten jetzt gleich. So, das war natürlich jetzt gut gemacht von Fuller. Warren. Aber ich glaube nicht, dass er so weit hochkommen wird. Er lässt sich den Ball abnehmen. Okay, er geht doch nochmal rein. Jetzt steht es 4:3 und man sieht natürlich, die Spieler, für die ist das nicht toll, für den Trainer ist recht nicht, weil so viele Tore jetzt mittlerweile hier anstehen. Wir haben 7 Tore insgesamt gesehen. Sehen wir vielleicht noch insgesamt ein 8. Tor. Vielleicht ein 4:4 von Barnett oder vielleicht noch ein Tor von Isseta City. Das wäre natürlich dann die Hölle für Barnett. Nurse! Aber der ging ein bisschen zu weit nach oben. Ja, dass er sich ärgert, kann ich verstehen. Und jetzt darf Kebba anscheinend raus. Hat ja auch gute Arbeit geleistet. Das muss man ihm sagen. Muss man ihm lassen. Holmes kommt dafür. Na, da bin ich mal gespannt, ob das was bringt, wenn jetzt hier Kebba raus ist und Holmes rein mit der Nummer 10. Oh, nee, Quatsch, mit der 11 natürlich. Und dann sehen wir auch die Paraden. Stack brauchte keine einzige Parade hier auszuführen. Krysiak hingegen 7 Stück. Da zeigt man natürlich auch wieder, dass das ein guter Torwart ist. Und jetzt kommt hier wieder eine Gefahr. Wurde allerdings beseitigt. Und jetzt wurde sie endgültig beseitigt durch Stack. Aber nochmal in der recht letzten Sekunde, kann man hier schon sagen. Ah, da sehen wir auch noch das letzte Ergebnis unten. Soden United gegen Barnett. Ja, das ist Vergangenheit. So, der Ball muss weg. Der Ball geht weg, hoffentlich. Jawohl, er geht weg. Jetzt hat Fuller den Ball. Jetzt zu Nurse. Nurse, kommt der hier voran? Ah, schade, das wäre gut gewesen, wenn das hier nicht ab... Seits gewesen wäre, oh ja, darüber kann man sich jetzt beschweren, aber was der Linienrichter sieht, das sieht er eben. Und jetzt muss Doherty anscheinend raus, hier von Isseta City. Aber noch ist alles offen, 4:3, das dürfen wir nicht vergessen. Oh, es gibt noch einen Wechsel hier
Rauren muss raus, dafür kommt Kemdjo. Auch ein Spieler, den wir bisher noch nie gehört haben. Oakley kommt für Doherty übrigens. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, und das habe ich noch nicht erwähnt. So, offline. Sekomb. Für den habe ich ja so ein bisschen Bange, dass der hier noch ein Tor schießt. Ist Kemdjo. Nurse. Kommt er da ran? Eventuell an das Tor. Ja, er schafft's. Schieß, Junge, schieß. Jawoll! 4 zu 4. Nurse, 20. Minute. Das ist ein wahres Schützenfest hier. Das ist ja unglaublich. Das hätte wohl jetzt keiner gedacht, dass hier ein 4 zu 4 kommt. Aber Barnett hat sich nochmal aufgerappelt. Nach den zwei ersten Treffern hier von Iseta City. Und jetzt geht's hier nochmal richtig rund. Wer kann sich hier das 5. Tor sichern? Oder bleibt es eventuell bei einem 4 zu 4? Das weiß man natürlich nicht. Aber wenn ja, dann wäre das auch gerecht, weil diese Mannschaften sind beide gleich gut. Das muss man mal so sagen. Jetzt versucht aber Berain. Berain. Aber Nurse. 76. Minute mit dem Kopfballtreffer zum 5 zu 4. Die reißen hier die Hütte ab hier. Die reißen den Town Park noch ab. Unfassbar. Ich sag ja, das ist ein richtiges Schützenfest, Leute. Das ist ein richtiges Schützenfest. Und die hören gar nicht mehr auf mit dem Tore schießen. Kann ich mir auch gut vorstellen, warum sie es nicht machen. Weil die halt Tore wollen. Die wollen halt sich etwas beweisen. Okay, diesmal war Krysiak rechtzeitig da. Hat gezeigt, okay, ich kann ja doch noch was. Davis. Aber, oh, der Ball ging hoch. Das war Fuller gewesen. Aber dann noch ein bisschen zu weit. So, Gou wird anscheinend ausgewechselt. Und das ist der Captain, der Kapitän hier von Exeter City. Und dafür, oh, direkt zwei. Gou und O'Flynn müssen raus. Dafür kommt Bennett. Und den anderen werden wir jetzt gleich noch sehen. Bennett und Curtin. Okay, mal schauen, ob die beiden hier noch was bringen können. Eventuell ein Tor, weiß man ja nicht. Oh, jetzt ist DJ Deadman da. Jetzt die große Chance für DJ Deadman, aber der verliert den Ball. Schade. Hätte ja was werden können. Für mich ein Tor. Ja, wäre doch schon cool gewesen. Aber was nicht wird, das kann noch. Also es kann noch was werden hier mit einer Chance für DJ Deadman. Weiß ich zwar jetzt nicht glaube, aber egal. Stevens hat sich hier kurz den Ball genommen, aber ja, Ballbesitz hat Barnett zu 52%, Iseta City zu 48%. Und jetzt staut sich hier alles und der Ball ging knapp dran vorbei. Aber keine Gefahr, dafür nur Abstoß von Stack. Jetzt hat Berain den Ball. Und der Ball geht zu Kemdjo, der wurde eben erst eingewechselt. Oh, gute Möglichkeit, aber das funktionierte nicht ganz von Holmes. Ich glaube sogar, dass das ein schwacher Fuß gewesen ist. Aber so genau könnte ich das jetzt nicht erkennen. Noch circa 5 Minuten zu spielen. Wird hier noch eine Chance kommen für Exeter City zum Ausgleich. Ich will es gar nicht so laut sagen, nachher passiert das auch noch. Aber der ging knapp drüber. Ja, und da kann ich auch gut verstehen, dass hier die Jungs von Iseta City da ein bisschen verzweifelt sind. Das ist natürlich hier Verzweiflung pur, wenn der Ball nicht reingeht, so kurz vor Ende. Aber damit muss man halt leben. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Da kann man nichts dran ändern. Also kann man schon, aber wenn der Ball eben nicht rein will und der Torwart den hält oder er darüber geht, dann hat man den Pech gehabt. Eine Minute Nachspielzeit jetzt. Und dann wäre das Schützenfest hier beendet. Aber Barnett in der zweiten Hälfte jetzt deutlich stärker gewesen. Das muss man zugeben. Waren dann doch ein bisschen aufmerksamer als gedacht. Ah, schade. Hat leider nicht funktioniert, die Flanke. Aber jeden Moment sollte hier der Abpfiff kommen. Da ist er. Da ist er. Und Barnett gewinnt ganz knapp mit einem 5 zu 4 gegen Iseta City. Das sehen wir nochmal. Wann Tore gefallen sind. Das war wirklich ein Schützenfest vom Allerfeinsten.
Das war richtig genial. Ja, und in Sitter City sind da ein bisschen traurig. Ja, und der Torwart nimmt es natürlich auf seine Kappe, aber da soll man nicht traurig sein. Das war wirklich ein ganz tolles Spiel. Da sehen wir auch DJ Deadman mit Kaba und Fortune, Nurse und Brian. Also die Jungs sind wirklich zufrieden. Die wissen, die haben was Gutes gemacht. Und da sieht man auch, DJ Deadman war da der Größte. Aber die haben da wirklich super Arbeit geleistet. Und 5,3 Spielebewertung. Okay. Ja, also das war ja mal ein recht interessantes Spiel hier. 5:4 gegen Sitter City. Das war wirklich ein Schützenfest pur. Und jetzt sehen wir uns erstmal die Tore an von Barnett. Kaba hier. Ach so, hat er den reingemacht. Boah, das war aber auch ein Winkel, da hätte er den nicht halten können. Dann Exeter City, Barnett wieder. Das war Lee. Ja, den hat er ja gut reingemacht. Da hat er echt alle ausgetrickst. Dann kam Robin wieder. Das war ja der Joker-Treffer. Den hat er auch gut reingemacht. Auch wieder alle ausgetrickst. Dann Nurse. Ach, der hat zweimal getroffen. Das ist ja genial. Nurse. Ja, das war auch gut. Hat auch wieder alle ausgetrickst. Und dann kam Nurse halt mit dem Kopfballtreffer. Der ja nochmal richtig genial war. Also, das war ein richtig tolles Spiel. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ah, da stehen alle anderen Ergebnisse. Achso, der lädt noch. Deswegen. Curtis Reston ist zurück. Kurze Nachricht an die Mannschaft. Auf die Sperrung von Curtis Reston ist abgelaufen. Stimmt ja. Der war ja gesperrt. Kaba trifft. Endlich. Barnett hat den Sieg im letzten Spiel des diesjährigen Capital One Cup Wettbewerb für sich entschieden. In einer engen Partie, bei der es auch im Vorfeld keinen Favoriten gab, triumphierten sie 5:4 über ein bitter enttäuschtes Exeter City Team. Das hat man gesehen. Nach nervenauftreibenden 6 Partien ohne Tor ist es Steve Kaba scheinbar endlich gelungen, den Bann zu brechen. War das nur Glück oder kann er das Ruder jetzt wirklich wieder herumreißen? Erfolg ist die unabdingbare Voraussetzung für Selbstvertrauen. Und nachdem Kaba heute endlich wieder mal ein Tor geschossen hat, hoffen alle, dass er von seinem vor dem Kasten demnächst souveräner agieren kann. Das hoffen wir doch alle. Und das nächste Spiel ist, keine Ahnung, es ist ein Transferfenster. Ich glaube, das überspringe ich auch schnell mit euch zusammen. Für uns ist es ja unwichtig, es sei denn, wir werden hier eventuell gewechselt und kommen zu einem anderen Verein. Aber ich glaube, unser Vertrag geht noch ein bisschen. Was können wir denn bei meiner Aktion machen? Keine. Was? Unser Wert 1,8 Millionen, das ist einiges, ne? Haben eine Gesamtwertung von 66. Unsere Moral ist unbekannt. Ja gut, wenn ich mir das so anschaue, wie er schaut, ist er so ein bisschen neutral. Der Gute. 1000 Euro Gehalt. Okay, das ist jetzt etwas wenig, aber ja gut, für den Anfang eigentlich wiederum nicht, ne? Aber egal. 22,2 Millionen wurden jetzt bisher ausgegeben. Nein, das dauert immer so lange. Aber ich möchte noch wissen, was das nächste Spiel ist. Deswegen überspringen wir das jetzt hier noch schnell. Das kann dauern. Barnett verpflichtet Justin Richards für 120.000. Da muss der aber richtig schlecht sein, wenn er so wenig Wert hat. Letzte Frist abgelaufen. 90,7 Millionen. Ja komm, gib mir mal das Geld, dann bin ich zufrieden. Wann kommt denn hier bitteschön das nächste Spiel? Ach, da, okay. Gegen wen ist denn das bitteschön? Northampton. Richards für sein Debüt, ja. Ja, gegen Northampton. Start er für die heutige Partie. Full of Fortune. Stevens Brown, DJ Deadman, Lee, Weston, Edgar, Kaba, Nurse. Also wieder die komplett normale Nummer. Okay, damit können wir leben. Das war es dann auch an der Stelle von FIFA 13 im Spielermodus gegen Exeter City. Ein ganz klares 5:4, was sehr spannend war. Es war ein geiles Schützenfest, kann man sagen, weil so viele Tore gefallen sind. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Damit verabschiede ich mich auch schon und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann!